So, da sind wir dabei. Okami, weiter geht's in Webcur, wie auch immer man dieses verdammte Dorf ausspricht. Und hier muss man echt aufpassen, dass man nicht auf die Schnauze fällt. Selbst mit den Krallen ist es hier echt die krasse Rutschpartie, hier rüberzukommen. Und ich grab hier mal. Gerade ist angekommen, erstmal Loch graben. Nicht zum Reinscheißen, sondern ums Blatt rauszuholen. Und eine Mango. Warum habt ihr da eine Mango vergraben? Das ist die große Frage, der wir hier in der Folge nachgehen sollten. Und ich habe einmal zum Ende gesehen, dass da oben eine Eule sitzt. Das ist ultra Zelda-like. Ich fühle mich wie in Ocarina of Time. Nur kälter. Bei Link war es wahrscheinlich auch extrem kalt, ohne Hosen. Das ist nicht gut. Die Tür bewegt sich kein Stück. Das ist blöd. Dann kommen wir da wahrscheinlich erstmal nicht rein. Ich meine, die wird wahrscheinlich eingefroren sein. Hey Amy, komm schon. Wir haben wichtigere Dinge zu erledigen. Was denn? Was haben wir denn zu erledigen? Ich weiß von nichts, mit mir hat keiner geredet. Ich dachte, wir chillen und schauen uns die Stadt an. Okay, hier war mal ein Händler, der ist auch nicht mehr wirklich. Da ist es vielleicht der Typ mit der Seelöwenmaske, der vorm Dorf rumsitzt. Der hat gute Laune, obwohl er wahrscheinlich mittlerweile mit seinen Eiern am Boden festgefroren ist, wenn er einfach mal ohne Unterhose da sitzt, in seinem verdammten Kimono. Er ist badass. Okay. Er hat einfach keinen Bock drauf. Was haben wir denn hier auch? Auch hier lässt er mich nicht lesen. Warte mal ganz kurz, den gebe ich was zu essen. Om nom 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 nom. Und jetzt bitte schlag mich nicht mit deinem gewaltigen Horn. Ja, hier kommen wir nicht wirklich weiter, aber Truhe. Hab's genau gesehen. Verstreute Perle. Wunderschön. Ja, mit dem Kopf sollte ich das nicht unbedingt probieren. Kann man da gerade ein Schaf raus? Was zur Hölle? Steinwolle. Scheinbar. Jetzt wissen wir mal, wie die hergestellt wird. Oder wo die herkommt. Nimm dieses Gras und sei glücklich. Okay, er ist auf jeden Fall gut drauf, so wie er aussieht. Nochmal mehr Glück einsacken. Wie viel Glück haben wir eigentlich in den letzten beiden Folgen gekriegt? Ein Haufen. Ganzen Haufen Glück. Hier scheint irgendwie nicht wirklich was abzugehen. Kisten-Action unter der Brücke. Oh, Fragment der Sonne. Nice. Das war, glaube ich, das Erste. Ich meine, wir haben keins mehr gefunden. Oh, da geht's tief runter. Na, wobei. Ich meine, wir haben keins mehr gefunden, seit wir wieder Energiepunkt bekommen haben. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Eule nicht mit mir reden will. Was ist bei dir los, Digga? Ich erst poken. Mein Pinsel. Das klingt lächerlicher, als es ist. Er hat aber gemerkt, dass ich da bin. Er hat wenigstens mal gemerkt, dass ich da bin. Na gut, dann gehe ich hier hoch. Ach, dunkel hier. Müssen wir vielleicht wirklich noch nicht hier in die Stadt rein? Erstmal irgendwie auf der Ebene noch ein bisschen Action machen. Nope, da vorne. Den Schein sieht man auf dem Schnee sowieso nicht wirklich. Okay, bin leicht überfragt. Hat jemand seine Gasrechnung nicht bezahlt? Sieht fast so aus. Was ist denn da am Bibbern dahinter? Ein Jadeklunker. Sein Jadebestandteil macht dieses Stück selten und wertvoll. Ah ja. Oh, fuck, sind das die Hasen, die fast am Erfrieren sind? Tut mir leid. Nein. Grünzeug. Was soll ich sagen? Nibbeln? Vielleicht wärmt euch meine Liebe von innen. Wer weiß. Versuche es wert. Warte mal, wie kann das hier denn noch flüssig sein?
muss mir jetzt mal jemand erklären. Ist einfach so. Okay. Keine weiteren Fragen. Ich glaube, ich sollte mal aus der Stadt nochmal rausgehen. Es sieht nämlich irgendwie so aus, als wenn ich hier noch nicht so wirklich was verloren habe. Also ich habe einen extrem wichtigen Punkt übersehen einfach. Ja. Dann gehe ich mal. Glaube ich. Wo lang gehe ich eigentlich? Hier. Ah ja, hier raus. Der Schneeball. Oh, stimmt, da war ein Schneeball. Hat der irgendwas zu bedeuten? Hat jemand Bock auf einen Schneeball, oder? Das ist echt ultra dunkel hier. Ich habe den Sinn für den Schneeball irgendwie auch noch nicht so ganz verstanden. Ob der überhaupt einen Sinn hat oder einfach nur zur Beschäftigung dient, werden wir noch früh genug rausfinden, auf jeden Fall. Ich gehe trotzdem mal nach draußen. Ja, die Ebene ist auf jeden Fall groß genug, dass wir da noch ein bisschen rumschauen können. Und zum Beispiel direkt mal drei Sachen, die interessant sind. Und ich liebe 40 direkt mal. Die sind heftig glücklich, mich zu sehen, die Kleeblätter. Noch mal eine Perle. Auch irgendwie drei Perlen in den letzten beiden Folgen gefunden. Oder vier sogar. Kann sogar durchgucken durch die Wand. Kein Scheiß. Ich hab das Gold gefunden, glaube ich. Graben, wie war das nochmal? Oder sprengen? Graben oder sprengen? Jupp, graben geht. Da bin ich mal gespannt. Oh fuck, komm schon. Birkenstockspinne. Bin schon wieder. Ich kenn dich, Alter. Tu nicht so, als hätten wir uns noch nicht getroffen. Oder habe ich deinen Bruder verprügelt? Auch möglich. Auch gut möglich. Mein Gott, ich muss die Ranken mit seinem Hintern verbinden. Um dann seine Rosette zu spreizen und ihm einfach mal zu zeigen, wo die Eier hängen. Reichen drei Stück? Oh ja, drei Stück reichen. Allerdings reichen drei Stück. Oh, schön, das waren ja diese Teile hier, die wir kämpfen mussten irgendwie. Weirder Scheiß, der hat Laternen in seinem Anus. Ich weiß nicht, auf was für eine Fiji-Party der war, aber der Ort ist nicht zu empfehlen. So ultra sinnfrei. Ich hab dir irgendwie einen verdammten Pixel abgezogen. Dein Arsch ist einfach zu dick. Es tut mir leid. Nicht mal beleidigend gemeint, das ist aber nur eine Feststellung. Du hast einen echt fetten Arsch. Den sehe ich von vorne. Irgendwo. Komm schon, nimm doch irgendeinen Haken. Er hat so viel Angriffsfläche an seinem Hintern und du findest nichts. Oh ja, genau, die Laternen anzünden. Stimmt, da war ja was, das mag er gar nicht. Überhaupt nicht. Ah doch. Eins nach dem anderen. Nervtötender Spinnengegner. Wie war denn meine Taktik gegen mich? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß, ich habe irgendwann auf einmal so extrem viel Schaden gemacht, dass er dann irgendwie mit drei Schlägen tot war. Habe ich ihm einfach den Arsch angezündet? Das klingt wie eine Sache, die ich machen würde. Also, ich will mich da jetzt auch gar nicht rausreden. Wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich ihm den Arsch anzünden. Ich würde dabei lachen, laut. Oh, Ranken des tödlichen Grauens. Nein, gut. Als wenn ich keine... Oh, komm schon, echt jetzt. Karate Kick. Jetzt aber. Fuck. Nom, nom, nom. Ich sollte vielleicht einfach draufspringen.
natürlich klappt es dann im ersten Versuch. Was zur Hölle? Das war ein bisschen zu hastig. Na gut, okay. Das ist nicht das, was ich erwartet habe, als ich in die Höhle runtergesprungen bin. Ich habe mir echt irgendwie ein bisschen was Besseres vorgestellt, aber gut, okay. Dann prügeln wir die Spinne aus ihren Sandalen. Wenn er das so haben möchte, dann kann er das so haben und er hat's bekommen. Ich bin dafür bekannt, pünktlich zu liefern. Fragment der Sonne. Oh, ist schon das dritte, okay. Ich hab gedacht, ich habe nur zwei. Falsch. Wunderbar, wieder ein Punkt mehr Sonnenenergie. Hat sich letztendlich dann doch gelohnt. War zwar nervtötend, aber okay. Einer muss ihn ja aus den Latschen kippen. Mein Gott, jetzt denkt er doch, Wunder, was er ist. Joshpet. Was ist denn? Wow. Okay, was ist denn Joshpet? Hallo, ihr Vögel. Steht er auf Samen? Nein. Fleisch? Fisch? Fisch? Fisch, okay. Hätte ich mir denken können eigentlich. Om nom 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 nom. Habt ihr irgendwie den Anschluss verpasst oder was macht ihr hier? Wollt ihr nicht irgendwie in den Süden gehen oder so? Selten, dass Vögel Kälte so geil finden. Hallo. Was wollten die nochmal? Fisch, glaube ich. Ich habe echt zu wenig Fisch mitgenommen, weil ich dachte, ja gut, Katzen halt. Die essen halt nur Fisch. Aber Bären essen halt auch nur Fisch irgendwie. Oder den guten Lachs haben, Mann. Okidoki. Das ist das Schutzzeichen des Euner-Stammes hier in Kamui. Kümmern wir uns nicht weiter um diesen Ort. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Das haben wir allerdings. Trotzdem würde ich mich hier gerne auf der Ebene umgucken. So, so stressen. Alter, wir haben Zeit. Chill. Ernsthaft, chill. Jetzt möchte ich dir beide Beine brechen. Müsste ich zwar erst die Lupe holen, aber das wird sich bestimmt lohnen. Okay, da waren wir. Da ist unser Händlerfreund. Bären. Was haben wir denn hier? Okay, da geht's zum Dorf. Da waren wir ja schon drin. Der Bogenschütze. Ist er jetzt da reingegangen oder ist er abgehauen? Was hat er eigentlich gemacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Einen Saustall hinterlassen und brennende Bomben. Da hinten ist noch was. Das ganz spaßig aussieht. Ach, schau mal. Wen haben wir denn da? Sieh an, wen wir hier haben. Ich konnte euch schon seit einem Kilometer riechen. Ume, bist du das wirklich? Wow, sieh dich nur an. Aus dir ist ja richtig was geworden. Oh, du bist immer noch so hässlich wie früher. Du Drecksack. Ich sehe, dass du stärker geworden bist. Aber Kokari und ich sind auch stärker geworden. Wir sind an viele Orte gereist und haben viele Dinge gesehen. Aber ich schätze, du bist immer noch die Beste beim Fischen und Kämpfen. Hast du das gehört, Amy? Er wirft immer noch mit diesen komischen Komplimenten um sich. Er ist halt kein Arschloch im Vergleich zu dir, Isun. Huch, bist du das Hündchen? Erinnerst du dich an mich? Also wie kann ich so eine Pussy wie dich vergessen? Wir haben damals im Agatha-Wald gespielt. Kokari? Bist du das? Bist du denn den weiten Weg hierher gekommen? Ich wollte ein richtiger Mann werden. So wie Susano. Also habe ich die Angel meines Vaters genommen und zu einer epischen Reise aufgebrochen. Du weißt, ich mag den Fluss. Aber das ist nichts im Vergleich zu der... Weiten der See. Es hat mich erkennen lassen, wie unbedeutend mein Leben bisher war. Wow. Du bist nicht mehr die Heulsuse, die ich damals im Agatha-Wald getroffen hatte. Und jetzt, da ich drüber nachdenke, siehst du auch erwachsener aus. Findest du wirklich? Ich habe viel von Nippons wunderbarer Natur gesehen, aber die weite, eisige See von Kamui ist viel rauer als alles andere, was ich bis jetzt gesehen habe. Wenn ich es mit der rauen Wildnis hier aufnehmen kann, dann werde ich vielleicht ein richtiger Mann, so wie Susano. Das hoffe ich irgendwie nicht, auch wenn ich sie gönnen würde.
Da ist er wieder in der Natur mit seiner Angelrute. Und ohne eine Schnur oder einen Köder. Jetzt verstehe ich, warum mein Vater diese Angel so verehrt hat. Wenn ich sie in meinen Händen halte, kann ich Mutter Natur selbst zu mir sprechen hören. Hey Hündchen, wie wär's ein bisschen fischen? Genau wie früher. Ich werde dir zeigen, was ich mittlerweile alles kann. Oh, nicht jetzt. Ja. Erfrier nicht. Friere nicht deine kleinen Eier ab. Vielleicht komme ich später nochmal. Kiste nehme ich mal mit. Joink. Porzellantopf. Falls wir mal einen Eintopf machen wollen. Wo wollte ich hin? Hier war doch irgendwie... Ach genau, hier muss ich lang. Was ist das denn? Keine Info? Dann lass uns mal reingehen. Dojo! Heilige Scheiße, du schon wieder. Hallo, was zur Hölle? Nicht du schon wieder. Kannst du denn nicht einen Ort aussuchen, wo du dein Dojo betreiben willst und dann auch dort bleiben? Ich habe es doch bereits erklärt, oder? Egal, ob es eine einsame Insel in den Wellen des Meeres ist oder der kahlste Gipfel eines Berges. Ich ziehe auf dem Weg des Kriegers durch das ganze Land. Oh, du nimmst es aber ganz schön ernst, Mann. Und dabei hatte ich gedacht, dass du dich hier ausruhen würdest. Dein Gesicht verändert sich total, wenn du zum Geschäftlichen kommst. Ja, genau, um 180 Grad. Und was hat dich hierher gebracht? Suchst du schon wieder meine Anleitung in der Kunst des Kämpfens? Was hast du denn eigentlich noch? Mehr Zeug zu brechen, okay. Ja. Rück rüber damit, komm schon. Oh Gott, jetzt kommt das wieder. Du bist der weirdeste alte Mann, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe einige alte Männer gesehen. Ich bin so drauf vorbereitet, da reinzugehen und sofort wieder rauszugehen. Ja, ist okay. Dann trainieren wir mal. Okay. Hau rein. Sturkopf. Ich höre zu, ich bin sowas von dabei. Wow, Viereck drücken. Holy shit, da muss ich heftig dafür trainieren. Tagelang. Dankeschön. Ciao. Soll ich's machen? Na, es war. Oh shit, what the fuck? Nope. Ciao. Denkt, der kann mich mit seinem fucking Bambusschwert schlagen? Das war genug, was? Hör zu, Wolf. Erfahrung? Ja. Hör zu, Erfahrung. Das hast du schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Kann das sein? Hast du schon immer so schicke Flammen auf deinem Mantel? Ich kann mich nicht daran erinnern. Lass mal schauen, was du noch hast. Riposte. Meistere Riposte. Und du kannst mit diesem neuen Trick angreifen. Okay. So als Riposte. Wahrscheinlich heißen dann. Heiliger Falke. Okay. Angriffswaffe für die Perlenwaffen erhöhen. Holy shit. Kugel Armageddon! Holy shit. Okay, das habe ich irgendwie noch nie gesehen. Da müssen wir echt nochmal da reingehen. Oh, komm schon. Ich finde es furchtbar, dass es keine Möglichkeit gibt, einfach 3, 4 Sachen zu kaufen. Was willst du mir eigentlich groß erklären? Das erhöht doch nur den Schaden. Da verändert sich ja nicht wirklich viel. Ich hab's schon drauf. Nochmal? Ernsthaft? Ach, nee, lass mal. Da wird nicht arg viel mehr passieren, als das, was gerade passiert ist.
Es war eine nette Idee, nur irgendwann ist es halt nervtötend. Wenn ich irgendwie wirklich zwei, drei Sachen kaufen will, dann juckt es mich eigentlich nicht wirklich. Schauen wir doch mal. Ich meine, den Armageddon müssen wir uns schon rauslassen, oder? Kann ich es vielleicht auch einfach... Amy, du wirst dabei noch umkommen. Halt, ich bin heraus. Das geht nicht. Okay, nein, man kann nicht einfach gehen. Man muss dem alten Mann die Freude machen, da reinzugehen, ihm für drei Minuten zuzuhören und dann abzuhauen. Das ist echt so ein Typ, ich glaube, der hat einfach keinen zum Reden. Ja, ich hab's verstanden. Dankeschön. Darf ich jetzt auf die Strohpuppe einschlagen? Na gut. Oh, schau mal, wir machen einfach eine höhere Combo. Ja, genau. Dafür habe ich bezahlt. Ich habe nichts anderes erwartet. Okay, jetzt reicht es erstmal wieder für ein halbes Jahr mit dir zu reden. Der labert dir das Ohr ab, Mann. Bis dir das Hirn aus dem Ohr läuft. Blutig. Klümpchen zwischendrin. Nicht schön, absolut nicht schön. Den interessiert's nicht. Okay, Dojo. Wunderbar. Da ist Kukari, sein Hundefreund. Was zur Hölle ist das da? Kann ich das abfackeln? Könnte ich das abfackeln? Ah, oh, das ist zu weit weg. Draw Distance ist es fast. Komm schon. Keine Möglichkeit, beide Sachen drauf zu kriegen? Ja, also teilweise. Feuer auf das da. Nein. Okay. Ein Versuch war's wert. Lass die Scheiße mal in die Luft jagen. Auch das nicht. Was zur Hölle machst du da, Vogel? Weiß er von was, was wir nicht wissen? Oh. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall eine Kiste begraben ist. Zack. Geätztes Glas. Warum vergräbt man sowas? Okay, das war dann auch irgendwie so die letzte Ecke der Ebene. Wobei, Moment mal ganz kurz, wo kommen wir eigentlich her? Wir kommen hier von links. Hallo. Ah, genau, von hier kamen wir. Da waren wir, da waren wir. Da drüben waren wir noch nicht, glaube ich. Da ist noch ein Haus auf der Karte eingezeichnet. Was ist dahinter irgendwie? What the f... Okay, das sollte hier sein. Das ist irgendwie nicht hier. Ah, doch, es ist hier. Klar, es ist hier. Haben wir ja auch schon drinne. Okay, da haben wir auf jeden Fall soweit mal alles abgeklappert und das ist eine Höhle. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Beim nächsten Mal schauen wir, wo zur Hölle wir eigentlich lang müssen. Ob wir zurück in die Stadt müssen, in der wir gerade schon waren, oder ob wir vielleicht hier in der Höhle richtig sind. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich würde sagen, wir schauen beim nächsten Mal auf jeden Fall hier rein und dann gucken wir, wie es weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.